Schwab, der Schweizer Wochenrückblick. Statt der Bordeaux-Raketenabwehr will der Verteidigungsminister nun lieber eine Kampfstation kaufen. Nach Angaben der offerierenden Rüstungsfirma, dem Galaktischen Imperium, handle es sich dabei um eine reine Defensivwaffe. Die Sicherheitskommission will nun die Baupläne einer Machbarkeitsstudie unterziehen. Was ich jetzt in diesen Unterlagen gesehen habe, sieht das stark nach einem Rüstungsdebakel aus. Wenn ich sehe, was da drin steht und was als Entscheid herausgekommen ist, dann ist das für mich völlig inakzeptabel. Das wäre ja ein Sicherheitsrisiko für das Land und das kann ich unter keinen Umständen, könnte das gut heissen. Ich wollte jetzt wissen, stimmen die Dokumente? Guy Parmelin hält trotz dieser Zweifel unbeirrbar am Bau eines Swiss Death Star fest. Auch wenn dieser mit Zivilflugzeugen kollidieren könnte. Manchmal hat man Kollision. Darum passt das Batzel jetzt die Flughöhe an. Große Jets dürfen beim Anflug auf Knoten tiefer fliegen. 765 statt bisher 1170 Meter. Hier die Bilder eines ersten Testflugs. Willy Maurer ist 100 Tage als Wirtschaftsminister im Amt. Wir sind jetzt live mit ihm verbunden. Herr Bundesrat, die Schweizer Wirtschaft verschlechtert sich im Vergleich zum Ausland. Ja, also wir haben tatsächlich wahrscheinlich zu den Armen gehört. Wir sind immer auch ein bisschen ausgehänselt worden. Erklären Sie potenziellen Investoren, dass man in die Schweiz investieren müsste und wenn ja, wie? Ich habe immer Geschichten erzählt, selber erfunden. Was denn für Geschichten? Ja, wir haben immer Geschichten von drei Zwergli erzählt, vom Stipp, Stöpp, Stups. Und das hat jeden Tag eine Fortsetzungsgeschichte gegeben. Was tun Sie sonst, um die Schweizer Wirtschaft anzukurbeln? Wenn es irgendwo geht, gehe ich mit dem Velo mal arbeiten. Ich gehe immer posten, wenn ich daheim bin, einfach, dass ich ein bisschen Glück sehe vom Dorf. Das klingt alles nicht sonderlich motiviert, Herr Bundesrat. Wenn ich keine Lust habe für etwas und nicht wirklich muss, dann habe ich keine Lust, Punkt. Der Schweiz hat dem neuen 50er-Nüdli, oder? Zuerst, als sie es vorgestellt haben, habe ich gedacht, Mann, ist doch viel zu gross, hat doch nicht jedes so einen grossen Portemonnaie. Aber eh, am Bankomat kommt für den kleinen Bützer ein kleiner Nüdli. Und wenn du schräg hebst, siehst du das Schweizer Kreuz, aber nur, wenn du Schweizer bist. Für alle anderen steht da so Datum Abschaffung. Und dem Hand siehst du den grünen Daumen, also wenn du in Blumenerde investieren willst. Und dem Nötli hat eine Frau entworfen. Und darum, muslimische Schüler dürfen nicht berühren, nur Online-Banking. Die Handschlagverweigerung zweier muslimischer Schüler beschäftigt die Schweiz. Ein Integrationsbeauftragter aus dem Kanton Basel-Stadt scheint nun die Lösung gefunden zu haben. Wir haben die Federhandschuhe von den Islamisten quasi aufgenommen und haben darum die überstülpbare männliche Handattrappe entwickelt. Hier das Modell Schwarzafrika. Damit kann jede Lehrperson ihrem Schüler unbedenklich die Hand geben, auch wenn sie eine Frau ist, weil der Handschuh sie quasi in ihrem wichtigsten Schambereich verhüllt. Ja, man braucht bei der Integration halt auch ein glückliches Händchen. Die Bewegung Kirche mit Frauen organisiert einen Marsch auf Rom. Mit dieser 1000 Kilometer langen Pilgerreise ab St. Gallen protestieren die Frauen, dass ihre Rechte in der Kirche mit Füßen getreten werden. Mit diesen aufregenden Bildern vom Staat verabschieden wir uns von Ihnen. Bis zum nächsten Mal.